Ja, das ist eine schöne alte Gitarre aus den naja, früh 80er Jahren, ist aus Granada. Schön, dass ihr da seid, hier im Kino heute Abend. Ich möchte einen Film heute hier vorstellen, der mich auch beeinflusst hat, obwohl der Film, sagen wir mal, ist so ein bisschen, ja, teilweise doch sehr surreal. Aber das macht ja nichts. Film ist ja auch dafür das geeignete Medium, weil da kann man natürlich Sachen zeigen, die gar nicht real sind. Ne? Und der folgende Film, der hat mich in meiner Zeit, so als ich so, naja, Spätjugendlicher war, so mit 20, 18, 19, 20, hat er mich schon ganz schön umgeworfen. Außer dem Film Clockwork Orange, der ja auch wirklich ganz, also für meine Begriffe, für meine damaligen Begriffe sehr brutal auch daherkam, war der Film Montana Sacra, war eine Offenbarung an, sagen wir mal, an, also da dachte man, das geht doch gar nicht, das ist ja unmöglich, also sowas kann man doch nicht machen, also wie benimmt der sich denn da? Naja, der Film ist, ich muss da jetzt mal nachgucken, der Film ist Mexiko, USA gedreht worden. Ich dachte immer in Spanien. 1973, da haben wir es. Von Alejandro Jodorowsky. Das ist wahrscheinlich ein Russe. 114 Minuten dauert der Film. Also wer das aushält, heutzutage nochmal so einen Film zu gucken, das ist so, wie würde man, ja, was sagt man, ein altes Butterbrot ausgraben und wieder essen. Also ich gucke mir den Film natürlich heute nicht an, weil ich nicht da bin. Ich spiele lieber ein bisschen Gitarre zu Hause.